Herzlich willkommen auf dem Kanal Corvus Laborat. Ist ein Dreckszeug. Das ist eine Farbe, die trocknet nicht. Und dementsprechend hat sich das letzte Video dann plötzlich verabschiedet und wir müssen in diesem Video mal weitermachen mit den anderen Sachen, die ich noch vorhabe, die ich noch dringend für die Bettunterkonstruktion brauche. Viel Spaß beim Video. So, während ich dann auf das Trocknen der Farbe warte, habe ich mal mein Bett komplett abgebaut und werde mal diesen Rahmen ein wenig überarbeiten. Sprich, hier unten diese Platten abmachen, die hier unten drunter sind. Dann muss ich diesen Balken bearbeiten, wenn ich nämlich mein Bett reinschiebe, weil das kann ich ja ausziehen, bleibe ich grundsätzlich hier oben an der Kante hängen. Das heißt, hier muss ein gewisser Neigungswinkel rein, ob ich es mit dem Bandschleifer mache oder mit der Tischkreissäge, schauen wir mal. Dann bringe ich das Ganze mal hundertprozentig in den rechten Winkel, wird alles abgeschliffen. Und diese nachträglich installierte Leiste hier, die werde ich dann auch entbearbeiten und ordentlich anpassen. Die hatte ich nachher reingestellt, weil hier in dieser leicht abschüssigen Ecke, wo normalerweise die Rollen, die hier drin liegen, beim ausgezogenen Bett, hier denn in die Richtung gelaufen sind. Also musste da eine Bremse rein. Das werde ich dann mal ordentlich machen, nicht wahr? Das war nur so provisorisch, bevor ich das ganze Bett wieder ausbaue, das Ding da einfach reingeklemmt und gut ist. Also fange ich damit mal an. Bis dahin ist dann irgendwann mal hoffentlich die blöde Farbe trocken. Meine schönen Dreiecke sind dann auch ab. So, wo machen wir weiter? Von allem Unfug befreit habe ich mal mein Winkelmaß angelegt und mal festgestellt, das ist so wunderschön im rechten Winkel, auch nach diesen fast jetzt 3 Jahren der Benutzung. Also ich werde das hier aufschrauben, verleimen, wieder zusammenschrauben. Genau wie an der Seite. Da werde ich gar nichts verändern. Sprich, ich mache die Schrauben nur so weit los, dass hier Leim reinkommt und ziehe die Schrauben wieder an. Weil bevor ich diesen Winkel verändere, sprich, ich werde auch dieses Ding nicht durch die Tischkreissäge schicken. Das lassen wir mal so, wie es ist. Das ist optimal. So. Das fällt man nicht auseinander. Same procedure as the other side. Bis gleich. Die Seite habe ich dann mal wieder losgemacht. Komplett los. Weil die Bohrungen werde ich wohl nicht verwenden wollen, weil, wie heißt das so schön, there's a gap between. Sprich, da ist ein Spalt zwischen gewesen. Also werden wir das jetzt mal richtig anpassen hier und dann ordentlich zerleimen.
denn dieser nette Balken ist ein wenig in sich gedreht. Aber das kriegen wir hin, das passt. Ja. So, das kriegen wir passend gemacht, ja. Also, da sollte was drunter, bevor mir das nachher am Tisch festklebt. Aber für was sammelt man alte Plastiktüten? Corvus Laborant wird auch nicht wahr? Der und irgendwas wegschmeißen. Nee. Da muss eine andere Lösung her. Weil das ist Sichtseite. Hier, da ist der Eingang. Also da. Und da rennt man direkt davor. Wie macht man das denn jetzt? So wird's gut. Und jetzt von innen winkeln. So. Hier hinten muss ich jetzt schweres Geschütz auffahren, Leute. Da ist die Drehung im Holz nun doch ziemlich gravierend, ja. Wenn ihr euch das Spielchen hier anguckt, ja, von hier oben aus, sieht das dann so aus. Also da muss ich ordentlich ziehen. Ich habe dann mal von vorne her angefangen zu spannen. Das bessert sich langsam da hinten an dem Winkel. Aber den halben Zentimeter, den muss ich da noch drehen. So, der stimmt dann auch. Und jetzt nur noch den an den festleimen. Wie sagte ich so schön? Ganz schnell verspannen und dann den Winkel drauf. So, ich habe es mal so eine Stunde ins Land gehen lassen. In der Hoffnung, dass das alles hält, mache ich jetzt mal die großen Zwingen ab. Hier die. Ganz vorsichtig, da hat sich nichts bewegt. Weil ich möchte jetzt an dem Balken, bevor ich dieses Teil wieder aufsetze. Und zwar habe ich euch gesagt, hier muss eine Schräge rein, hier ist eine Idee gekommen. Die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich auf einem Funkerflohmarkt war. Und da habe ich mir einen gebrauchten Hobel gekauft. Zum sagenschreiben Preis von. So, ja. 5 Euro. Allerdings waren die Messer nach dem Gebrauch wohl ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe sie ausgetauscht. Also Hobel 5 Euro, die Messer 2 Sätze für 12 Euro. Ich denke, kann man lassen. Nee.
Ich habe ein bisschen gefummelt beim Einstellen. Der funktioniert wieder einwandfrei. Und immer schön dran denken. Nicht auf den Messer absetzen. Weil heute ist Sonntag. Nicht, dass sich irgendwer durch den Lärm belästigt fühlt. Kein Wunder, dass ich hier immer aufgesetzt habe beim Reinschieben des Lattenrost. Der Balk ist nicht gerade, der ist irgendwie ein bisschen anders geformt, ja. Ich denke mal, so kann man lassen. Hoffe ich. Ich kann es noch nicht ausprobieren, weil dazu müsste ich jetzt erst diese Zwingende abmachen. Ja. Ich gehe noch kurz mit dem Bandschleifer drüber. Der Bandschleifer, den packe ich jetzt gar nicht weit weg, nein. Da sind jetzt ein paar Stellen, die muss ich nacharbeiten. Wie das da aussieht, ist mir wurscht. Und dann ist erst meine Freude vorbei. Das kommt doch, ja. Ne, der Leim ist doch nicht so weit, dass ich das öffnen möchte. Also, da abschleifen, dass es mal einen ordentlichen Eindruck macht. Und dabei, das hier jetzt so vor sich hin drumpelt. Machen wir mal die andere Seite da drüben. Weil die Latte muss dran. Die beiden Brettchen, die jetzt hier dran sind, das ist ein Behelfsanschlag. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil meine Karosserie hat da so Aussparungen. Und da würden die Rollen da reinlaufen. Da kommt eine Wand hin. Dass ich, wenn ich in meinem Bett liege, auf der Seite eine Wand habe. Weil im Moment hängt da nur eine Decke. So, dementsprechend bauen wir das jetzt mal da wieder so hin, wie das hier gedacht war. Aber wie gesagt, die Brettchen kommen später ab, jetzt nicht, weil im Moment brauche ich die noch, sonst rollt mir die Rolle da so runter. So. Also da muss der Anschlag sein. Hier liegt das Bett auf. Die Rolle ist deshalb ein bisschen weiter nach da versetzt, damit ich die, wenn ich die anhebe, dann auf der Rolle läuft. Also das Ding muss da wieder hin. Frage 2, mit Leim oder ohne? Kommt Leute, sicher ist sicher. Machen wir ein paar Leimpunkte. Ist jetzt die Latte zu lang und ich habe Schrauben zu wenig. Dann gucke ich mal, was hier passiert ist. Weil als ich sie reingedreht habe, war die Schraube irgendwie länger. Hier so ein Brett. Das war die
die alte Anti-Rutsch-Sicherung in den Gang hinein. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Aber hier vorne, da wo die Rolle läuft, da muss die Führung hin. Wenn ich denn irgendwann mal meinen Thron neu baue, entfällt dieses Ding wieder. Nur jetzt im Moment ist da so ein Spalt und dann läuft mir das Lattenrost aus der Spur. Also schraube ich mir das jetzt einfach mal. Na, das reicht eigentlich so. Einfach mal da dran. Wie gesagt, das kommt wieder ab, sobald der Thron restauriert wird. Weil die senkrechte Wand, die ich, wenn ich sitze, rechts habe, ist eigentlich dieser Anschlag. Aber das Ding ist grotteschief. Das ist da so in der Nacht- und Nebelaktion entstanden. Ja, sollte passen. Auf der anderen Seite muss ich mir auch eine Führung einbauen. Da war eine Führung drin, aber die baue ich nicht wieder ein. Denn da war dieses wunderschöne Brett drin. Das lassen wir mal. Aber das geht noch nicht, weil da noch die Klemmen sind. Ist die Frage, ob ich das wieder einbaue. Mit den ganzen Löchern drin. Oder ich baue mir ein neues. Womit ich ja die Führung hätte. Aber denken wir mal drüber nach. Weil da ist meine Solarplatte und mein Campingtisch dran befestigt. Das sollte also schon was Stabileres sein. Wie gesagt, das muss erstmal trocknen und dann muss ich erstmal schleifen. Und dann schauen wir wieder weiter, nicht wahr? So, ihr Lieben, da ist er wieder, ja. Jetzt hat der Leim 2 Stunden Zeit gehabt, sollte fest sein. Also so, dass ich mal weitermachen kann. Durchgehärtet ist er natürlich noch lange. Noch lange nicht, ne. Was hat der sich denn hier geschraubt? Dann fangen wir erstmal. Die Kontrolle an, ja. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ein rechter Winkel. Ich bin ja begeistert. So. Schnell wieder die Tür zu und hier oben schleifen. Mal wieder einigermaßen aufgeräumt. Schauen wir mal, ob ich nichts falsch gemacht habe. So könnte ich das Bett klappen, wenn nicht meine unheimlich tolle Matratze drauf liegen würde. Also hier passt noch alles. Hier auch. Ist
werdet ihr nicht mitgekriegt haben. Ich habe mir hier so zum Anheben so zwei Schlaufen eingebaut. Die liegen normalerweise hier und die Matratze drauf. Aber wenn ich das Ding anheben muss, möchte, habe ich hier zwei Griffe. Ich habe da hinten nicht aufgesetzt. Das wird anders. Da passt auch. Legt ringsum auf. Hier vorne auch. Da muss ich mir noch was überlegen. Also das ist noch nicht so das Gelbe vom. Das tut nicht das, was es soll. Ja. Aber hat zumindest mal geholfen. Also. Ich bin durch die Bank mal zufrieden. Das heißt, ich kann weitermachen. Übrigens, da hinten in den Staufächern, die ich ja von hier unten später erreichen kann, wie ihr aus dem anderen Video wisst, die kann ich auch von oben erreichen. Also ist nicht so, als wenn ich da später überhaupt nicht dran käme. Ich muss also nicht die Schublade rausziehen. Ich kann auch von da, zumal dass er jetzt fehlerfrei funktioniert, was vorher nicht tat. Weil da bin ich immer irgendwo hängen geblieben. Aber das ist einwandfrei. Wie gesagt, hier ist später eine Wand. Jetzt noch nicht. Der Reihe nach. Ja. Gut. Dann kann ich jetzt hier mal weiterarbeiten. Sprich, da abschleifen und die Seite abschleifen. Wie ich mit dem Bandschleifer arbeite, das wisst ihr jetzt mittlerweile, oder? Nicht? Doch. Bis nachher. Stirnseiten hier vorne, also immer noch, da ist der Eingang, ich komme so rein. Die habe ich mir auch mal gerundet, genau wie die hintere Seite. Hinten nicht ganz so sehr, aber hier vorne bin ich da schon mehrfach. Wenn man da mit dem Knie drunter eiert, dann tut das ein bisschen kein schönes Gefühl. Nein. Hier hinten brauche ich nicht sonderlich viel, weil hier kommt ja die Platte. Von daher brauchte ich da auch nicht allzu viel Runden. Perfekt ist Nobody. Da sind also jetzt im Moment so ein paar Schleifspuren zu sehen. Jetzt kommt der Taschenhobel zum Einsatz. So. Oder so. Nee, so. Nur zum Kantenbrechen, dass das nicht aufsplittert. Das Geheimnis von dem Ding kennt ihr, ja? Immer mit der Wachstumsrichtung, nicht entgegen der Wachstumsrichtung, weil sonst kann man nicht hobeln. Erdanziehungskraft. Ja, kann man lassen. Wie gesagt, wie das da innen drin aussieht, das ist mir mal sowas von egal,
Weil alles, was ich jetzt da heute mache, ist Zeit- und Materialverschwendung. So. Weil das alles so schön geklappt hat heute. Gehen wir hier kurz mit einem feuchten Lappen drüber. Noch nicht. Weil hier unten greife ich rein. Da kommen Schubladen. Das sollte mir ein wenig bearbeiten. Habe ich mir so in meinem jugendlichen Leichtsinn geradeaus erkoren. An den Seiten passiert ja nichts. Da ist eine Wand und da ist eine Toilette. Aber hier vorne greife ich rein und da möchte ich mir meine Fingerchen ein wenig schonen. Also Kanten runden. Ich hätte gerade für einen Moment überlegt, ob ich vielleicht doch den Fräser nehme. Aber bis ich den rausgepackt habe, bin ich fertig. Wie gesagt, mit der Wachstumsrichtung des Baumes. Und auch beim Fräser hätte ich nun gleichen müssen, also von daher wieder so wesentlich schneller. Fühlt sich schon bedeutend besser an. So, dann drehen wir das Ding wieder um. Ist sie besser? Ist sie besser? Nee. Gut geplant ist schlecht gearbeitet. Nee, andersrum. Gut geplant ist gut gearbeitet. Falls mir jetzt nicht noch was Dummes einfällt, ist das mal fertig für heute. Morgen ist auch noch ein Tag, ja. Liebe Leute, ich sag's euch, das ist die beschämendste Farbe, die ich je in meinem Sortiment hatte. Heute ist jetzt der dritte Tag, wo die trocknet. Die hat dann irgendwann mal langsam angefangen, Blasen zu schmeißen. Dann so ein Spinnenwebenmuster da drauf. Leute, die Farbe kann ich wirklich nicht weiterempfehlen. Heute Morgen war ich dann mal shoppen. Weil ist ja immer noch nicht trocken. Und dann wollt ihr bestimmt mal wissen, warum ich mein... nicht nur darum, aber auch darum, mein Auto so gebaut habe. Nämlich genau aus diesem Grund. Das geht übrigens auch mit 3 Meter langen Holzplatten. Und die brauche ich für die Kiste mit der Pfanne. Dafür bin ich dann eigentlich los, ja.
Da habe ich mir noch ein bisschen Verdünnung geholt, weil die brauche ich dann zum Reinigen. Ja. Und das ist ein neues Projekt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was will denn mit den ewig langen Brettern? Das war die preiswerteste Variante, wie ich zu einer Wand komme. Ich habe euch ja schon dieses Ding gezeigt, nicht wahr? Das wird ein wenig geändert, weil da sind zwei Sachen, die haben mich dann bei der Praxis gestört. Die werden jetzt in einem Abwasch direkt mit erledigt, wenn das Bett schon mal draußen ist. Aber das ist wieder mal Bestandteil eines anderen Videos im Zuge dieser Reihe blaue Bretter. Kommt also noch, bis das Bett dann komplett fertig ist. Das dauert. Da ich jetzt da nicht viel tun kann, mache ich mir erstmal die Seitenverkleidung für die Kiste mit der Pfanne und dem Lidl-Backofen, ja. Für die Leute, die nicht wissen, was ich mit Kiste und Pfanne meinte, das ist das Ding. Ist keine adrette Oberfläche im Verhältnis zu den anderen jetzt. So ist das Innenleben. Da ist normalerweise dann der Lidl-Backofen drin. So, und jetzt ist das keine schöne Oberseite. Ich muss das Ding jetzt so rausziehen, also in diese Richtung. Dementsprechend brauche ich diese Schwenkrollen, die jetzt da unten drunter sind, nicht mehr, sondern nur normale Rollen. Also fangen wir erstmal da unten an. Machen diese Rollen ab, weil die kann man mit Sicherheit wieder anderweitig verwenden, nicht wahr? Und werden dann, damit das nicht hin und her rutscht, ihr kennt das Spiel schon, da Klötzchen dran. Ich zeige es euch, wenn es fertig ist. So, zack, das ging flott. Muss ja auch mal klappen. Also selbst auf dieser glatten Siebdruckplatte rutscht das kaum, wenn man mal dran zieht. Später auf dem rauen Boden im Fahrzeug dann mit Sicherheit nicht mehr. Wenn man es dann ein bisschen anhebt, dann sind die Rollen da. Bisher musste ich das Ding immer rausziehen und drehen. Darum waren da die Lenkrollen drunter. Das geht jetzt nicht mehr. Wenn das Ding jetzt so unter dem Bett hervorkommt, geht es eh nicht weiter, weil hier an den Seiten sind die Seitenführungen. Und dann geht der Deckel auf. Ich komme dann das Unterteil, klappe wieder zu, Pfanne rein und auf. Das Vorderteil fehlt. Dann machen wir jetzt erstmal angeglichen an die anderen Vorderteile ein Vorderteil. Und wer jetzt wieder nicht weiß, was Vorderteil ist, der hat in meinen anderen Videos nicht aufgepasst, Vorderteil. Und genau so ein Dingen, nur breiter, hätte ich jetzt gerne da vorne drauf. Und zwar exakt so, wie das hier gearbeitet ist, sprich, damit bündig unten und nach oben. Ja, fehlt ein Stück. Jetzt gucke ich erstmal. Maserung quer hätten wir gerne. Weil das sieht ja nachher kurios aus, wenn das eine so läuft und das andere so. Ich meine, wir sind ja nicht bei der Also, Maserung quer. Ist natürlich sch schlecht, weil ich habe sch Verschnitt. Also, Maserung quer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 11, 12. Da muss ein Schnitt hin. Verstanden? Ne? Gut.
Ja. Wisst ihr, was jetzt schlecht ist? Was äußerst schlecht ist? Ich komme an meine Tischkreissäge nicht dran. Aber es gibt ja Gott sei Dank noch andere Möglichkeiten wie Tischkreissäge. Was sollen denn die armen Handwerker machen, die nur einen Balkon haben zum Arbeiten? Ja. Tausendprozentig gerade ist anders. Aber passt. So, jetzt brauchen wir die Höhe. Und wenn wir schon mal bei höher sind, mache ich mir auch direkt die Rundung. Einmal auf dieser Seite. Und einmal auf der anderen Seite. Womit das jetzt meine Form ist, die da drauf kommt. Und ab damit in die Vorratshaltung. Und das Ding, das schleifen wir mal ab. So, an zwei Ecken schnell am Tellerschleifer vorbei. Da ist nämlich so vom Ansetzen leichte Buckel drin. Die schleife ich nicht mit der Hand. So. Und jetzt fertig machen zum Ärgern. Ich habe gerade was gesehen. Wenn ich nämlich jetzt meine Kiste nehme, da das die Blende vorsetze, gucken da oben zwei Eckchen raus. Ich kann aber nicht höher. Es geht nicht, weil da komme ich unter dem Bett nicht durch. Also pfeife ich mal auf die Action. Die sieht nachher sowieso kaum jemand. So, jetzt klemme ich mir das mal fest, weil jetzt kommt nämlich der Griff dran. Mal sehen, ob ich in meinem Chaos noch irgendwo die Schablone finde. Corvus Laborat schmeißt nichts weg. Nicht mal sowas. Soweit von oben. 9,5 ist 4,75. 47,5
ist 23,75. War ich doch schon gar nicht so falsch. Da kommt's Loch hin und jetzt. Und jetzt. Das heißt, ich komme über meinen, ich mache jetzt nicht los, Zwischendeckel. Da basteln wir uns mal ein Loch rein. Es darf jetzt nicht mehr verrutschen. Das Ganze wird jetzt ein bisschen ungelenk, das auszuschneiden. Aber das wird schon irgendwie hingehen. Also, ich bohre mein Loch rein, Stichsäge einmal ringsherum und bis gleich. Die Arbeitshöhe ist jetzt suboptimal, aber fummel mich mal durch. Ihr wisst ja, Kupplung und Stecker halten, nicht am Kabel ziehen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Mache ich das Ganze mal ab, weil nee, da möchte ich da drauf kleben. Und da das lackiert ist, muss erstmal der Lack ab. Aber das mache ich draußen, weil die Farbe hier ist noch nicht trocken. Braucht einer eine Schablone mit zwei Löchern? Nee, nicht mal ich. Muss ich jetzt in den Leim noch meine Initialen einritzen? Ich glaube, das lassen wir mal. Da bin ich ja froh, dass meine Gemahlin immer noch nicht fertig ist mit der Restaurierung des Innenhofes. Und solange das nicht fertig ist, bleiben mir noch genügend Steine, die ich als Gewichte nutzen kann. So, lass mal jetzt mal ein bisschen anziehen. Und dann machen wir dann die Beize drauf. Und wenn die trocken ist, dann lackieren wir das. Und bis dahin hoffe ich mal,
dass der Mist auch trocken ist. Mein Gott. Einen wunderschönen guten Morgen. Die Farbe, man kann zumindest die Bretter anfassen, ja. Schön ist anders. Naja, müssen wir jetzt mit leben. Ich packe das alles jetzt mal beiseite und dann kümmere ich mich mal um die weitere Befestigung. Der ein oder andere mag sich erinnern, dass ich am hinteren Bereich ja noch eine Auflage brauche. Ich habe mir jetzt mal so ein kleineres Rahmenholz genommen. Das kürze ich erstmal auf die erforderliche Länge von 196,5 ein. Und da das mal keine schöne Kante ist, machen wir die prompt mal ab. Ich war gerade gucken, also es passt tatsächlich. Das ist die Stärke meiner Längsverstrebung, also sprich den Querhölzern unterm Bett. Und eine muss hier auf die Kante. Da. Also hier ist vorne, da ist oben. Wird also so gedreht und nach hinten an die Wand. Okay. Also, da eins und am anderen Ende eins. Ich habe mal 6 cm Pi mal Auge, also 58 mm habe ich dann zur Verfügung. Ich gehe jetzt mal 2 cm in die Tiefe. Das kommt weg. Und das habe ich dann als zusätzliche Auflage für den Bettrahmen. So mal der Gedankengang. Ob das im Endeffekt so wird? ihr wisst schon, ja. Gemäß meiner Planung 39 die Kiste breit. Bei 39,5 kommt der nächste Schnitt. Und wenn ich jetzt ordentlich gearbeitet habe, dann passt das da jetzt ziemlich sauber rein. Und ist auch im rechten Winkel. Na, nicht ganz, da unten ist ein Hauch im Weg, ja. Okay, aber krieg ich mein. Das passt also. Dazwischen sind 39,5, passt also auch. Dann machen wir das Ganze noch mal, ja. So. Nach dem dritten Einschub, Unterschub, nicht Schublade, kommt die Kiste mit der Pfanne ins Spiel. Die hat sich leicht verändert, nicht wahr? Da sind wir mal großzügig. Na, 48,5, ja. Thank you.
Ja, sollte passen. Und jetzt kommt das erste Mal zum Vorschein, wie groß mein Getränkefach ist. 19. 19? Ich glaube, eine Flasche, 1,5 Liter Flasche Sprudel hat 8,5 oder 9. Das heißt, der ganze Sixpack ging da eigentlich rein. Ich bin jetzt neugierig. Leute, ich war gerade gucken. 19 habe ich. Und so ein 6er-Pack Sprudel ist 18. Geil, ne? Passt. Bei Corvus Laborat funktioniert mal was. Dann schleife ich mal kurz drüber. Nicht, dass so aussieht wie Bauholz, nicht wahr? Das soll ja ein bisschen aussehen wie Möbel. So, und jetzt kommen diese kleinen Stuhlwinkel ins Spiel. Das ist die Unterseite, die ihr jetzt seht, ja? Ja, kann man brauchen. In dem Sinne. So, das können wir wegtun und auf zum nächsten Arbeitsschritt. Wegtun ist gut. Wohin denn noch? Ich räume kurz auf. Weil jetzt kommt wieder mein Musterstück ins Spiel. Solche brauche ich jetzt in 39,5 lang und davon 9 Stück. Um den Sitz der einzelnen Querverstrebungen nochmal zu überprüfen, habe ich das nochmal zusammengeschraubt. Ihr seht da unten der Anschlag, dass es nicht zu weit nach hinten geht, weil da kommt ja die Tasche hin und Ähnliches. Hier oben existiert ein leichter Spalt. Das ist dem geschuldet, dass ich die Kiste ja anheben muss, um über die Sperre zu kommen. Nicht wahr? Dementsprechend kann ich hier nicht bis ganz ans Holz dran, weil dann könnte ich ja nur senkrecht anheben. Dann müsste ich hinten mit anheben. Das geht nicht. In dem Moment, wo ich die aber kippe, kommt die oben näher ans Holz dran. Also das bleibt so. Nicht wahr? So. Sowas baue ich mir jetzt mal. Ja. 1, 2, 3, 9 Stück 39,5 in dieser Materialstärke. Ja, okay, geht. Das geht auch. Allerdings muss ich mir da eine andere Verriegelung einfallen lassen, weil in dem Zustand kann ich sie dann nicht mehr anheben.
oder ich muss dieses Holz hier oben dürrer gestalten. Immer mal, der Tag ist noch lang, Leute. Schauen wir mal. Also, 39,5 ganz oft. Noch hier mal ein bisschen drüber schleifen, ja. Auf die Abstandshalter vorne mache ich mal ein wenig dunkle Farbe drauf, damit das nachher nicht irgendwie so hell durchscheint. Die hinteren sind mir mal egal. Das wäre wieder Materialverschwendung. Hier kommt auch kein Lack drauf, nur eben, dass es dunkel ist. So, sollte reichen. So, jetzt kommen wir mal zum hinteren Teil meiner Konstruktion, dem Getränkefach. Mir ist nämlich da was aufgefallen. Passiert schon mal, ja. 19. 1 hinten unten. 1 vorne unten. Und 3 oben. Das ist nicht das, was mir aufgefallen ist. Die beiden mache ich erstmal ein wenig farbig mit Lack drauf und so. Und während der Lack dann trocknet, zeige ich euch das, was mir aufgefallen ist. Schön, wenn wir ab und zu mal einen Kaffee trinken gehen. Inwieweit ich da später irgendwie mal so eine Tür oder Klappe noch einbaue, ja. So, jetzt mal zu meinem eigentlichen Problem. Das ist die hintere Auflage. Ja. Mein Bett ist circa, ist ein Restholz, circa 90. Von daher, gut, machen wir das mal so. Dann steht da hinten eine Flasche. Irgendwas, Limonade oder so, in der Richtung. Hier ist mein Bett zu Ende. Könnt ihr mir mal erzählen, wie ich da dran kommen soll? Also hier geht meine Nase ja schon nicht, weil hier ist ja ein Bett. Definitiv mit Greifen. Mein Arm ist so maximal kann ich 60 erreichen und nicht 90. Irgendwer eine Idee? Schwer nicht kaufes Laborrad, wenn ich keine hätte. Ich habe hier noch so Bauholz. Das war mal so eine Industriepalette. So eine Getränkepackung ist 18 breit, richtig? Das Brett ist krumm und puckelig. Ich suche mir mal eine gerade Kante. Naja, ne? Weder noch.
Nummer 1. Nummer 2. So eine Flasche, wissen wir jetzt, ist 9. Also sind 3 Flaschen, weil 6er-Pack, ne? Ungefähr 30, also 27, ungefähr 30 Zentimeter. Wenn ich jetzt das zweite Brett weg tue, so. Preisig. Dann können wir das nämlich da abschneiden. Ist ja nicht schlimm, ich hatte noch ein Brett. Falls das daneben geht. Wenn ich dann das abgetrennte Stück da aufsetze, dann machen wir das mal mit ein bisschen Leim dazwischen. Wenn ich das Ganze mit Schrauben verstärke, die Kanten runde, damit ich mich nachher nicht verhake, mir dann so ein Brett teile, dann diese Bretter mit Hilfe dieser vorgefertigten Bohrungen und ein wenig Leim verbinde. Und ich mir dann noch ein paar Rollen unten drunter mache, dann erhalte ich 30 cm Auflagefläche mal 18 cm mit einer Gesamtbreite von 18,6. Wobei ich den ersten Behälter, sprich 6er-Pack Sprudel, einstellen kann. Kann das Ding nach hinten durchschieben und mittels dieser Öffnung, durch die ich ein Seil führen kann, wieder nach vorne ziehen kann. Oben rein 60 Armlang hatte ich da so, ne? 90 ist das Bett breit, ich komme nicht ganz bis hinten, also sollte ich rein theoretisch auch in diese Öffnung kommen. Die noch vor dem Sprudel liegt. Also ich komme da ohne weiteres dran. So, da tun wir aber gar nichts dran. Das System muss sich erstmal bewähren. Und jetzt gehe ich mal wieder nach meiner Farbe gucken. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, beim Lackieren. So Leute, da ist schon mal Lack drauf. Jetzt schneide ich mir noch ganz schnell die 3 Hölzer für meine Kiste mit der Pfanne auf 48,5. Dann werde ich die noch in Farbe bringen, in der Hoffnung, dass ich heute noch schnell die erste Schicht Lack auftragen kann. Und dann soll es das mal gewesen sein. Ich zeige euch jetzt nicht, wie ich die 3 Dinger da schneide, nicht wahr? Ich sag mal an der Stelle, winke, winke, habt ihr eine schöne Zeit, bleibt mir alle gesund, bis die Tage und tschüss. Es geht weiter. Wobei ich gerade dann schon wieder mal ziemlichen Mist erzählt habe.
Vielleicht kommt ihr drauf. Ich brauche nämlich keine drei Hölzer. Ich brauche nur zwei. Eins ist da hinten, für unten. Eins ist hier vorne, oben. Tschö, bis nächste Woche.